Ciao! In einem vorherigen Video von mir haben wir zusammen gelernt, wie man auf Italienisch sagen kann, pleite sein. Als Ausgleich zu diesem Video, per compensare questo Video, lernen wir heute zusammen vier Ausdrücke, womit wir sagen können, ganz viel Geld verdienen. Und dafür werden wir unter anderem das brauchen. Wie üblich habe ich für dich ein super witziges Beispiel mit Reim, damit du Italienisch auch dank der Melodie der Sprache lernen kannst. Gleich erfährst du auch, ob du die letzte Verlosung gewonnen hast. Also, cominciamo subito! Auf meinem Kanal scheint immer die Sonne. Buongiorno a tutti da Tiziana Alcamo, da Tiziana l'Italiana. Benvenuti sul mio canale YouTube. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, um Italienisch auch dank Reim, Rhythmus und Melodie zu lernen. Bevor wir anfangen, caro Torben, congratulazioni, du hast die letzte Verlosung gewonnen. Melde dich bei uns, damit wir zusammen schauen können, wann du deinen Italienisch-Kurs anfangen kannst. Bravo! Und wenn du auch, liebe Zuschauerin und lieber Zuschauer, Italienisch in einer kleinen Gruppe lernen möchtest, damit du wirklich schnell lernst, Italienisch zu sprechen, dann melde dich bei uns, ruf uns an, schreib uns, wir freuen uns auf dich. Ma torniamo al tema di oggi, zurück zum heutigen Thema. Wie sagt man auf Italienisch, ganz viel Geld verdienen? Guadagnare soldi a palate. Eigentlich auf Deutsch nichts anderes als Geld schaufeln. Guadagnare bedeutet verdienen. Guadagno, guadagni, guadagna, guadagniamo, guadagnate, guadagnano. Mit dieses GN, gne, wie Gnocchi, gne, 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 gne. Also guadagnare. Soldi, also auf Italienisch Geld können wir entweder il denaro sagen, und diese Vokabel ist Singular, oder i soldi, und das verwenden wir in Plural. I soldi ist eher Umgangssprache. Für diesen Ausdruck benutzen wir das Wort soldi. Also, guadagnare soldi a palate. Attenzione, questa è una pala. Das ist eine Schaufel, la pala. Und la palata ist die Menge, die in einer Schaufel passt. Quindi, chiaro. E adesso un esempio con la rima per te. Jetzt ein Beispiel mit Reim für dich. Attenzione. Vendendo patate non si fanno soldi a palate. Hast du das schon verstanden? Durch den Verkauf von Kartoffeln schaufelt man kein Geld. Ok. Oder mit dem Verb guadagnare, vendendo patate, non si guadagnano soldi a palate. Ein zweiter Ausdruck für dich. Ich kann auch sagen, guadagnare un sacco di soldi. Also ein Sack Geld verdienen. Ne? Il sacco, Sack. Ein dritter Ausdruck für dich ist guadagnare un mucchio di soldi. Ein Haufen Geld verdienen. Und der vierte Ausdruck ist guadagnare una montagna di soldi, einen Berg Geld verdienen. Bene, ich hoffe, meine Videos gefallen dir. Und wenn es so ist, freue ich mich riesig tantissimo, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und wenn du kein Video von mir verpassen möchtest, kannst du beim Abonnieren auf das Glöckchen klicken, damit du eine Benachrichtigung bekommst, jedes Mal, wenn ein neues Video veröffentlicht wird. Ansonsten, ti auguro, ich wünsche dir neben Gesundheit und Liebe, oltre all'amore e alla salute, tanti, tanti soldi, viel, viel Geld. Nicht vergessen, jeden ersten und dritten Freitag des Monats erscheint ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal. Friday ist Tiziana Day. Bis zum nächsten Mal. Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao.